dem Echo Point sieht man wunderbar, warum die Blue Mountains erstens Blue Mountains heißen und zweitens auch der Grand Canyon Australiens genannt werden. Wir sind in den Blue Mountains, den blauen Bergen. Der Name kommt daher, dass das Eukalyptusöl verdunstet, durch die Sonneneinstrahlung aufsteigt und der Staub, der in der Luft liegt, lässt das Ganze blau erscheinen. Es ist ein wunderbarer Anblick. Hinter mir seht ihr die drei Schwestern, die klassische Felsformation, die man auf jeder Postkarte sieht. Hier werden wir jetzt unser Mittagessen einnehmen mit dieser tollen Aussicht. Es dreht sich hier. Das gesamte Restaurant dreht sich. Und wie schmeckt's? Es schmeckt einfach super. Wir haben hier das totale Beispiel für australische Fusion Food. Denn auf dem Kontinent spielen in der Küche ganz viele Nationalitäten zusammen. Von der pazifischen Inselküche bis zu der britischen Tradition. Und hier sehen wir diese Vielfalt asiatischer Einflüsse. Aber auch ein indisches Chickpea-Curry oder ein Stir-Fry oder ein Rote-Bete-Salat. Also es gibt einfach ganz viele tolle Sachen hier kulinarisch zu erkunden. Und ich bin begeistert. Wir fahren jetzt mit dem Scenic Railway. Die steilste Bahn der Welt. 52 Grad. Hui. Wow, das ist so wie auf der Kirmes fühlt man sich hier. Ich muss aufpassen, dass ich die Kamera nicht verliere. Das ist total witzig. Es ist 50 Grad steil. Ich habe das Gefühl, ich falle. Nur mein Knie hält mich noch. Aber die Aussicht ist total toll unter den Bäumen hier. Hier in dem Eukalyptuswald können wir auch mal sehen, wie Tarzan funktioniert hier. Beschreib mal, wie fühlt sich das hier an? Es ist deutlich kühler hier. Also ich kann meine Jacke, die ich vorsichtshalber mitgenommen habe, sogar anlassen. Sehr ruhig, sehr feucht, ganz mystische Atmosphäre. Jetzt gleiten wir hoch über den Blue Mountains zurück.
Mit diesen tollen Bildern verabschieden wir uns von Sydney.